Jetzt geht es um das Thema, der Schlaf vor Mitternacht ist am erholsamsten. Dort gibt es zwei Punkte. Es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht wirklich richtig. Denn es geht eigentlich nicht um den Schlaf zu einer bestimmten Uhrzeit, es geht eigentlich um die Gesamtqualität des Schlafes. Ich schlafe 6 Stunden und es geht eigentlich darum, wie qualitativ gut ist mein Schlaf. Wenn ich jetzt in der Nacht arbeite, kann ich ja vor Mitternacht nicht schlafen. Also ist dann der Schlaf, der trotzdem passiert, eben auch gesund. Richtig ist, wenn man einen gesunden Tagesrhythmus hat und die Aufteilung vernünftig ist, sollte man vielleicht vor Mitternacht einschlafen. Aber es ist dann nicht so, dass diese erste Stunde von 11 bis um 12 der gesündere Schlaf ist als von 12 bis um 6. Das geht schon gar nicht, weil das Melatonin langsam ansteigt und erst gegen 2 Uhr nachts sein Maximum erreicht. Und gerade das Melatonin unter anderem für die Schlafqualität so entscheidend ist. Also es geht nicht darum, wie viele Stunden vor oder nach Mitternacht, sondern es geht um die Grundqualität im Schlaf. Kann der Körper sich regenerieren? Habe ich genügend Tiefschlafphasen? Stimmt der Rhythmus im Schlaf? Das entscheidet über die Qualität. Übrigens nicht die Länge. Ich kann mit 5 Stunden perfektem Schlaf besser schlafen als mit 10 Stunden schlechtem Schlaf. Deswegen müssen wir uns von solchen fixierten Aussagen lösen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gesund und erholsam schlafen. Zu welchen Zeiten spielt eine untergeordnete Rolle.